Und damit ein herzliches Willkommen zur weiteren Folge Ark Survival Evolved. Mit am Start haben wir den Necro da hinten. Tag auch. Und den Tuffy da hinten. Tuffy? Der schießt vor Freude. Moin, moin. Ach, jetzt. Oh. Wir sind immer noch dabei, unsere T-Rexe zu zähmen. Haben es ja fast geschafft. Ich wollte gerade sagen, das macht das Spiel ja eigentlich alleine. Ja, musst da trotzdem aufpassen. Ja, ich glaube, du kriegst dein Eher. Na, meiner lag ja auch eher. Viel eher. Oh ja. Ach, das war übel, die Folge, um das Vieh zu kriegen, ey. Aber wir haben ihn! Wir haben ihn! Und da war mein Hasi. Ja. Ich drehe mich doch mal um und quatsch mal mit dem Kopf statt mit dem Schwanz. Ne, was? So, bis jetzt ist noch kein Vieh gekommen. Gott sei Dank. Wir haben vorhin bloß noch mal kurz zwei Arter gekillt. Weil die kamen uns ja doch ein bisschen zu nah. Oder war das noch in der Aufnahme? Ja. Ja, nee, oder? Nee, doch, das hat man doch. Doch, das war eine Aufnahme. Ne? Na gut, dann war das doch noch drin. Ich weiß es nicht mehr. Letztens ist mir auch mal wieder passiert, mitten in der Aufnahme habe ich überlegt, aber was war eigentlich noch in der Aufnahme? Na, hier, wo wir ja unten am Wasser waren. Die Aufnahme unterbrochen, mir das Video nochmal schnell angeguckt. Mir das Video im Hintergrund nochmal schnell angeguckt und gesagt, habe mir gedacht, huch, wir sind ja doch noch in der Aufnahme. Aufnahmeprogramm wieder angeschmissen und weiter aufgenommen. Okay. Ja, das habe ich dann ein bisschen schnell gerendert. Ich glaube, ich habe sogar noch eine Meldung dazwischen geschrieben. Also das Vieh hier unter mir macht mir gerade Sorgen. Der Kölle, der macht nichts. Ich weiß, aber ich mag das nicht, wenn die anderen Dinos dann an meinem Dino, den ich mir gerade zähme, rumrennen. Nö, das lieb. Das auch Tier ist blutverschmiert. Was ist denn los, mein Kleiner, hä? Kann sein, dass man Rex den vor uns auch mit angegriffen hat. Nee, das war bestimmt der Säbelzahntiger, weil der kam nämlich aus der Richtung. Aus der Richtung. So, ich glaube, ich muss meinen Klei ein bisschen geben. Oh nö, das habe ich gerade noch fleißig gemacht, nochmal so ein bisschen. Oder ich nenne den so, das war natürlich auch noch eine Idee. So, ich glaube noch zweimal fressen, dann ist er meine! Ja, jetzt noch immer. Aber wie viele Narkotikpfeile wir schon drauf geschossen hatten, hä? Also bei meiner Menge. Wenn ich mir überlege, meine Nala, die ist Level 25, 27 oder 28, die hat noch nicht mehr so viel Leben wie der T-Rex hier jetzt. Ja, du kannst sie auch nicht mit dem Rex vergleichen. Na doch, irgendwo schon, ist ein Fleischfresser. Alter. Na los, Hasenzahn. Futter noch einmal, dann bist du meine. Oh, jetzt fängt er schon wieder an zu frieren. Ey, was ist denn das für eine Memme? Zuerst wird ihm kalt, jetzt ist ihm warm. Andersrum, zuerst wird ihm warm, dann ist ihm kalt, dann wird ihm wieder warm. Dann wird also meinem scheint es gerade richtig gut zu gehen. Ich habe unten keine Meldung, zu heiß oder zu kalt. Na doch, ich habe einen Eiswürfel. Okay. Wie kalt ist denn das dort bei dem jetzt? Wir haben erst 0 Grad. Das ist da angenehm, du Armleuchter. Eine Hyperthermie? Hypothermie, ja. Und du kannst die Fackel ruhig wieder ausmachen. Wohl? Okay. Boah. Ja, gleich haben wir's. Also wir haben uns auf jeden Fall fest vorgenommen, noch in dieser Aufnahme das Vieh komplett zu zähmen und Sattel herzustellen, um mal damit zu reiten. Habt ihr eigentlich auch zwei drauf reiten können? Ich glaub's kaum. Ja, aber mal geil, ne? Oh, das kommt so fett geil, das Vieh. Juhu! Hä?
Rex, Spezies Tyrannosaurus, du. Was von denen kann ich den davon wissen? Ah, das Bild, das sieht geil aus. Soll ich denen einen Namen geben? Nein. Lass das mal. Auch mal mit der Fackel hin, das geht nämlich schneller ein bisschen. So, jetzt noch einen Namen geben. Range Namen. Geht das Timing bei den Becken doch schneller. Alle hüpf. Alle. Und 2, 3, 4 mal fressen. Ich bin der König der Welt. Hey. was fällt denn dir ein? Sei vor der Schule. Hey. Eines Mädchen. Au, ist die hoch. Alter, sieht die böse aus. Okay, das hört man. Definitiv. Alter, ist das ein Emmes. Und die die Arme! Das ist ja so episch gemacht, vor allen Dingen, wie die bewegt. Das erste Mal so ein Rex aus Nor. Ja, das ist krass, ne? Sind sie mal aus von dem abgehauen? Oder nur von Weitem gekillt? Alter, das sieht von dann auch so Creme aus, die scharfen Zähne. Hat sie die 2 Level noch gekriegt? Ja. Achso, gibt doch noch keinen Sattel. Dum, dum, dum. Hallo, so ist das. Ich vertraue meinem Dino so sehr, ne? ja, wenn ich jetzt wenigstens noch die Möglichkeit hätte, hier noch mit ihr zu interagieren, dann wäre das noch epischer. Die folgte doch. Oh, dann müsst ihr auch gleich aufstehen, ne? Jo. Na, oh, ein oder zwei mal fressen. Und mit viel Glück ist er dann Level 23. Nimm mal gucken. Oh Gott, ich hoffe, meine Nala wird nicht eifersüchtig. Ein Nachteil ist, ne? Wir haben jetzt kaum noch Fleisch im Futterdruck. Ah, das ist egal. Wenn ich mir so den Fleischvorrat von meinem Schafzahn angucke, passt das. Hey. Wo denn hin? Ja, ich? Mich siehst du nicht. Na, da oben. Das Einzige, was du siehst, ist meine Riesen-Lady. Ja, den Arsch von ihr. Boah. Mädel, wenn du läufst, wackelt aber hoch die ganze Erde, ne? Das war ja das Gefährliche, wo das Vieh mir noch gefolgt ist. Oh mein, der hat ganz schön viel Leben verloren, ey. Was heißt denn eigentlich ankleben? Das verstehe ich gar nicht. Yeah! Hast du? Oh yeah. Komm, Schnucki, lass dir einen Namen geben. Wieso folgt der dir, Tuffy? Steht das scheiße von dir? Was? Warum machst du sowas? Ja, kann doch nichts, wieso folgt er mir? Ich kann dem noch nicht mal einen Namen geben, warum? Musst du E gedrückt halten, hast du dieses... Hab ich ja. Achso. Jetzt! Dafür, ich war hab nichts gemacht. Es wäre toll, wenn der dir nicht mehr folgt.
Vielleicht, weil ich in der Nähe war. Ich habe ja nichts gemacht. Na komm, Kenny, wir gehen mal nach Hause. Oh, geil. Oh, die sieht immer noch ganz schön blutig aus. Naja, es dauert eine kleine Weile, bis die Wunden verheilt sind. Hilfe, ich hab Angst, mir folgt ein T-Rex. Wow, Alter, ist der schnell. Nope. Lass mal schön. Wohl. Ich mach mal hier die Tür zu. Hm. Oh Gott, wie das Nalle abgehauen ist. So, park erst mal dort. Alter, wie bescheuert ist denn das Vieh? So, ich hoffe, wir haben genug Materialien dafür. Sattel. Ja. Ja, wir brauchen 380 Hide, 200 Fiber und 50 Metall. Das Fiber und das Hide, das haben wir auch im Master. Es mangelt an Metall. Ey, das ist... Nur, ich darf erstmal meinen Diener hier durch die Türe versuchen zu boxieren. Da war da noch was im Ding, so. Einmal zumindest muss drin gewesen sein hier. Ja, Smog hat da vor uns noch das Behemoth geht unten gebaut, das Metall, ne? Hm? Wir sind 27 Mal drinnen. Dann reicht's. Wenn du noch 27 hier, mal gefunden hast. Wir sind noch 50 drin. Dann reicht's. Wir brauchen Hide und Fiber. Alles offen. Ich hoff's. Ja, Fiber? So. Alter, sind das Riesenernisse. Da sind die Werkbank hier rein, das Zeug? Jo. Also ich gehe jetzt mal rein, ja. Und Fiber. Ui. Haben wir echt noch so wenig? Fiber? Ja. Nur mal einen Schrank oder ist auch nicht mehr so viel drin? Also im Fabrikat sind noch 272 drin. Ne? Und Hide haben wir 2, 4, 6, 770. So. Oh. Hier hast du da ein Igel. Dein Sattel ist in Arbeit, Necro. Juhu! Dann müsste gleich fertig sein. Juhu. Alter! Boah, fett! Was denn? Alter! Das kommt so geil! Ja. Erschreck mal. weg. Warte mal. Riech mal, hat der Mundgeruch? So, jetzt brauchen wir nur noch Tuffy ein.
Und das war wohl nicht mehr an der Erfolg geschafft. Nee, nee, nee. Alter, geht das Vieh ab. Der ist halt nicht übelst schnell. Was hat denn der eigentlich von der Geschwindigkeit? Na, 100% bei mir. Bei mir auch. Miele 191,6, Leben 1000. Bei Miele ist der noch besser. Was heißt 100% bei Geschwindigkeit? Dass der das 100% schneller ist. Wenn da zum Beispiel 130 stehen würde, würde der eben halt nochmal 3% extra noch schneller laufen. Ja, man müsste halt nochmal den Originalwert wissen, ne? Ja, genau, ja, das, ja. Meine ich, das wollte ich da wissen. Erstmal kacken. Alter! Die können einpacken. Ich liebe dieses Geräusch, wenn eine T-Rex kommt. Nein, jetzt hab ich dann müssen. Und tot. Boah. Alter, fett. Das geht so schnell? Also kommt mir zumindest schnell vor, die Viecher zu killen. No? Man denkt, du machst mit so einem Vieh ein PvP. Mein Rex ist schon wieder im Level gestiegen. Zweimal hintereinander. Ja, Mann. Oh, die sind nicht so wendig, ne? Nee. Ja, das brauchen die ja. Da ist das doch auch egal. Du wälzt nur alles nieder, oder? Ja, die Bäume nicht. Was sind hier Bäume? Können sie auch Bäume fällen? Oder? Doch. Ich habe gerade einen Baum umgeknickt. Alter, das kommt so geil! Ich will nicht. Aber Wallert nichts sagen, ne? Dass er erstmal erschrecken, dass er in der Base überhaupt so viel drin steht. Ja, ne? So, dann werde ich mal meine Waffen wieder wegbringen, oder? Hey, ihr Drecksviecher! Boah, der ist doch schon wieder im Level gestiegen! Alter, wie weit die fliegen? Oh my baby. Bist du gerade fleißig am Schnitzeln? Das macht so viel Spaß. Ja, das ist ja gerade das Krasse. Ja, als rare für Türfi Steger. Genau. Der war das wohl? Nee. Oder vielleicht sein Bruder. Kriegen aber relativ schnell Prime mit raus, ne? Ja. So, das darfst du essen, das darfst du essen, das darfst du essen und das darfst du essen. Ich lasse immer erstmal alles drin. Ne? Nee, das Prime, das gebe ich denen sofort. Hält ja nicht lange. Das ist es ja. Lass du den auch so gleich zu futtern gehen. Schildkröte! Alter, ist das geil! Der T-Rex hat wieder ein Level ab. Geht doch nicht. Ach, das war ich. Du hast auch mal ein Level ab. Alter! Nein! Ich hab gerade einen Dodo gekillt. Ja? Ich bin nur über den drüber gelaufen. Okay. Der war tot! Ich hab den quasi zerlatscht!
Okay, ich habe mit einem Schlag gerade einen 50er Schildkröte gekillt. Das kannst du ja beruhigt Eisen holen in den Bergen. Ja. Du, wie bist du mal? Ja. Ich muss definitiv Stamina geben, hätte er zu wenig. Ja, meiner auch. 462, das Ding ist so schnell. Achso, Moment. Ich hab meinen auch schon einmal gegeben, ne? Jetzt hat er 600,6, aber das ist zu wenig. Naja. Also für den Rex zumindest. Vielleicht aus der Puste, oder? Naja, der ist relativ schnell, richtig schnell aus der Puste. Aber der ist schnell, was das Rennen betrifft, ne? Komm! Geronimo! Alter Schwede. Oh. Gibt's überhaupt noch irgendwo Viecher? Oder haben wir jetzt alles niedergewalzt? Alles niedergewalzt. Alter Schwede. Alles weg. Nichts mehr da. Achso, warte mal. Ich lauf da hinterher, Moment. Nee, ich hab das, dieses Wendeweg angemacht. Das mache ich jetzt erstmal aus. Wo ist nicht, das ist der Zerlatschutz alles. Drücken. Ja, wenn ich muss einmal die Stelle treffen, wo ich ihn am unten kriegen kann. Am Bein unten. Warte mal. Hier drinnen. Hier unten ist es. Tüffi viel gemacht zwischen seinen Beinen. Das Ding ist zwar so pervers, aber das fällt so egal. Ja, stimmt. Alter. Muss man da runter. Wie schon gesagt, ja, die Energie ist von dem ist ziemlich schnell aufgebraucht. Oh, das ist ja meistens immer. Alter, mit dem Hubs waren hier Haufen Libellen und so weg. No? Oh, ich hab den kleinen mal Stamina gegeben, der ist wieder im Level gestiegen. Hätte auf meinen Lauf. Ist auch nix, ey. Oh, das ist so hammergeil. War eigentlich schon eine geile Idee, noch eine Aufnahme zu machen. Jo. So Leute, aber das war's jetzt auch schon wieder. Da fällt auch die Bäume. Ja, aber nicht so wie manchmal. Wir sind nämlich schon wieder bei Überlänge. Ja, die paar Minütsche. Ja, du darfst rein. Ich nicht. Achso. Ich bin gerade unten am Strand. Der macht ja fast nur Fleisch, ne? Fleisch und meistens Prime Meat, auch ziemlich oft Prime Meat. Also kein Fell und nichts oder sowas. Ging doch. Fell macht er auch. So, hier wie ich hab's an euch gefallen. Oh, es hat auch einen Baum gefällt. Drückt ihr dann das schon nochmal T-Rex wieder kriegen? Ja, ich bin ja schon auf dem Weg. Und ich würde euch irgendwie Feedback geben. Kommentar da lassen, Däumchen da lassen und auch ein Abo. Wir würden uns tierisch drüber freuen. Und oder auch weiterempfehlen, wäre natürlich auch richtig Premium. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal dann. Tschüss.